Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Jana von Janas Paper Dreams und ja, ich bin wieder mit einer neuen Kartenidee bei euch. Und zwar, ja, mir war es wie Weihnachtskarten basteln. Ich weiß nicht warum. Vielleicht das abwechslungsreiche Wetter, was wir jetzt momentan haben. Also erst haben wir die ganze Zeit Schmuddelwetter gehabt, jetzt haben wir Herbstwetter, aber irgendwie wird es ja jetzt doch immer frischer draußen und man merkt es eben auch, wenn man länger sich draußen aufhält, dass es eben doch schon ziemlich kalt wird und ich weiß nicht. Also irgendwie war es mir wie Weihnachtskarten basteln und da habe ich ein Stempelset rausgeholt, was es eigentlich schon seit letztem Jahr gibt bei Stampin' Up. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe noch gar nichts damit gebastelt. Und deswegen musste das raus. Und ja, und dann habe ich mir was überlegt, was man damit machen kann. Und zwar ist das dieses Stempelset hier, die fröhliche Weihnachtszeit. Und dazu gibt es die passenden Stanzen. Und dazu gibt es auch noch eine Prägeform, eine sogenannte Hybrid-Prägeform. Die wir aber heute nicht benutzen. Das ist diese hier. Da könnt ihr praktisch die Stanze einlegen und die stanzt und schneidet, prägt und schneidet eben auch noch gleichzeitig. Eine mega coole Idee. Ja, dieses Set muss das unbedingt sein. Ich habe da ein bisschen rumgebastelt und habe natürlich nicht typische Weihnachtsfarben verwendet, weil ich es doch wieder spannend fand, was dabei rauskommt. Und ich zeige euch jetzt mal meine Ergebnisse hier, die ich da so erzielt habe. Und zwar ist es diese schöne Weihnachtskarte. Ihr seht schon, es ist ein etwas längeres Format. Mir hat aber die Gestaltung so richtig gut gefallen. Und ich wollte den Spruch nicht auf das Kärtchen setzen, sondern unter das Kärtchen. Deswegen habe ich mich für eine etwas längere Kartenform entschieden. Also ihr müsstet dann eben einen langen Briefumschlag nehmen, wenn ihr die verschicken wollt. Aber das ist ja auch kein Thema. Oh mein Gott, Entschuldigung. Ach, jetzt hat es mich wieder überrascht hier. Ja, was wollte ich dazu sagen? Ich habe hier verschiedene Violetttöne verwendet und verschiedene Grüntöne kombiniert. Und ich finde diese Kombination total interessant und total spannend. Ich halte es euch auch mal ein bisschen näher an die Kamera. Also ich habe schon weihnachtlich gestaltet und eben auch noch ein bisschen Glitzer mit reingebracht und solche Sachen. Man kann die Karte aber auch durchaus für andere Anlässe basteln. Dann lässt man halt die Schneeflöckchen hier weg und vielleicht das Glitzer und ersetzt das eben mit was anderem. Also es ist ein schönes Potpourri geworden und diese Karte möchte ich heute mit euch basteln. Moment, ich habe auch gleich noch eine andere, aber ich muss ganz kurz mal hier meine Nase putzen, wie das immer so ist. So, also das ist die erste Karte, die ich gemacht habe. Und ich habe natürlich auch noch eine andere Farbe probiert, weil ich einfach neugierig war und wollte wissen, was dabei rauskommt und wie das Ganze wirkt. Und das fand ich natürlich auch total spannend. Und ich habe nämlich hier noch verschiedene Blautöne verwendet. Und zwar habe ich hier das Orchideenlila verwendet und das Rauchblau mit dem Rauchblau kombiniert. Fand ich auch sehr interessant. Und wie gesagt, wieder zwei verschiedene Grüntöne. Übrigens habe ich hier so ein bisschen, also die Blätter habe ich gestempelt mit dem Lodengrün und dem Seladon. Genauso wie bei dieser Kartenvariante. Und geinkt habe ich das mit einer Oxide. Also das hier vorne, das ist das Orchideenblau und hier habe ich eine Distress-Farbe verwendet, zeige ich euch dann gleich. Und hier habe ich das Lodengrün genommen. Ich glaube, ich tendiere aber bei der heutigen Karte, die wir heute zusammen basteln, zu der Oxides, weil ich die immer wieder total schön finde, weil die eben den Hintergrund so schön decken. Und es passt ja eben auch ziemlich gut zu dem Seladon hier. Sieht man ja in Kombination. Ja, also diese Karte wollen wir zusammen basteln und glaubt mir, es ist nicht schwer.
Ich zeige euch, wie es funktioniert und dann könnt ihr die wieder nachbasteln. Also, ich frage mich, was jetzt los ist hier. Immer wenn ich ein Video mache, muss ich hier Nase putzen. Das ist ja unglaublich. So. Ja, also ich zeige euch mal, was ihr für diese wunderschöne Karte braucht. Ich lege das mal beiseite. Und zwar, der Aufleger, der hat jetzt ein komisches Maß. Und zwar hat der 16 mal 21 und bei 10,5 wird er gefalzt. Aber wie gesagt, ihr seht es an der Optik hier, das macht schon was her. Wenn man das hier vorne so aufsetzt auf dem weißen Farbkarton und stempelt dann den Spruch einfach hier unten drunter. Es hat irgendwie was und ja, deswegen habe ich die Kartengröße gewählt. Die fand ich sehr, sehr ansprechend. So, dann braucht ihr einen ganz normalen Aufleger. Der hat ein Maß von 9x13 in Grundweiß. Und ihr braucht ein bisschen Papier zum Stempeln. So, ich nehme jetzt hier mal einen Rest raus und dann legen wir auch schon los. Wie gesagt, ihr könnt hier wirklich verschiedene Farben benutzen, die ihr gerne auf eure Karte sehen wollt oder einfach mal ausprobieren wollt. Ich suche mir jetzt hier mal meine Farben aus, die ich eben auch hier bei dem Dings verwendet habe. Ich habe hier einmal das Fräschenlila und einmal das Amethyst verwendet für die Blüten. Und da habe ich jetzt beide benutzt von dem Stempelset. Also diese und habe die dann aufeinander gesetzt. Wir verwenden weiterhin dieses Blatt, das kleine hier, dann dieses Gedöns, also weiß ich nicht, das ist so ein ja, so wie so kleine Sprenkel, so ein Sprenkelstempel. Dann diese Beeren habe ich noch verwendet und diesen kleinen Reisigast. So, und ich fange mal mit der kräftigeren Farbe an, also mit der dunkleren Farbe. Und da stempel ich mir jetzt die Blüte zweimal ab. Und auch die kleine dazu. Ups. So, und dann kommt noch das Fräschenlila. So, das sind jetzt die Blüten. Und wie gesagt, an Blättern habe ich dieses kleine Ilex-Blatt benutzt. Das habe ich fünfmal gestempelt in Lodengrün. Mal gucken, was wir alles hier drauf kriegen, damit das Blatt eben auch ausgefüllt ist. Und wie gesagt, zu diesen gestempelten Sachen gibt es dann eben auch die passenden Stanzen dazu. So. Und dann nehme ich noch mal das Fräschenlila oder nehme ich das Amethyst? Ich überlege jetzt gerade. Nee, ich nehme mal das Amethyst. Und zwar die Beeren, die kriegen wir auch noch mit hier drauf. Da habe ich vier Stück an der Zahl gestempelt. Da können wir noch zwei hierhin stempeln. So, das war das für die Karte. Und dann braucht ihr noch ein kleines Stück. Ja, ich habe hier noch ein Stück übrig für das andere Blatt, was uns jetzt noch bleibt. Und das ist das hier. Und hier stempel ich jetzt mit dem Lodengrün und mit dem Seladon. Also, mal schauen. Also, zweimal Lodengrün.
Ach, das ist so eine mega tolle Farbe. Ich bin immer wieder fasziniert davon. Und dann stempel ich noch einmal in Seladon. So. Jawohl. Also, ihr seht schon, das harmoniert sehr, sehr schön zusammen, diese Töne. Finde ich immer wieder spannend zu sehen, diese zwei Kombinationen. Und ich nur gerade mal die Stempel sauber machen, ein bisschen. Und ja, also jetzt müsstet ihr das Ganze noch ausstanzen. Ich habe das schon mal vorbereitet, weil das sonst zu lange dauern würde. Ich zeige euch aber hier auch noch mal die passenden Stanzformen dazu. Und zwar sind das die Stanzformen festlich eingerahmt. Und da habt ihr hier die Stanzformen für die Blüten. Ja, müsst ihr euch dann hier so drehen. Das sind die Blüten. Ja, passt. So, dann habt ihr hier, mal gucken, wo es ist. Hier ist das kleine Blatt. Die Beeren, ihr könnt eigentlich alles ausstanzen, was ich jetzt gestempelt habe. Und hier ist auch noch das Stück oder die Stanze für dieses Blatt. Ja, also ich wollte euch das jetzt nur mal zeigen. Und diese Stanzformen könnt ihr jetzt hier benutzen und das einmal ausstanzen. So, ich zauber mal ein bisschen, denn ich habe das hier schon mal gemacht für euch, damit es nicht so lange dauert. Das sind jetzt meine Stanzteile, die möchte ich, also zumindest die Blüten möchte ich jetzt zusammenbauen und noch so ein bisschen verschönern. Und deswegen benutzen wir hier noch mal ein bisschen Farbe. Also ich möchte nicht so lassen, aber das könnt ihr auch wieder individuell entscheiden, wie ihr das gerne machen wollt. Ich nehme jetzt hier noch mal ein Bürstchen zur Hand und gehe hier mit dem Amethyst in die Mitte. Also hier gibt es auch einen Blütenstempel, den man in die Mitte setzen kann. Der ist bei dem Stempelset dabei, bloß ich finde das bei meiner Variante hier überflüssig, weil ich in die Mitte was anderes gebe. Bei mir kommt da ja dann dieses Glitzer rein und dann würde man das sowieso nicht mehr sehen. Und deswegen habe ich das gar nicht erst reingestempelt hier. So, ich gehe jetzt hier einmal rein mit meiner Farbe. So, und auch bei dem hellen, ah, da könnt ihr auch ein bisschen Amethyst verwenden. Das reicht nicht so dolle, aufdrücken und dann passt es schon. Man kann aber auch das Fräschenlila nehmen dazu. Das ist überhaupt kein Problem. So, dann setzen wir die Blüten anschließend zusammen. So, das habe ich jetzt mit Dimensionals gemacht. Das heißt, ich nehme jetzt hier so eine Blüte, klebe hier einen Dimensional in die Mitte und setze die kleinere Blüte jetzt hier oben drüber und bei der anderen mache ich das hier genauso. Also auch einmal die kleine Blüte hier in die Mitte geben. So, ja, jetzt haben wir ja noch, die ist glaube ich zu viel, die ich gestempelt habe, weil ich habe ja nur noch eine kleine benutzt auf meinen Karten. Ich gucke jetzt gerade, ja. Gut, also dann legen wir die mal weg. Das sind die Blüten, die wir jetzt bräuchten für die Karte. So, und dann müssen wir noch einen Arbeitsschritt erledigen, und zwar diese kleinen Beeren mit den Ilex-Blättern zusammenkleben. Und ich habe vier Blätter und vier Beeren, habe das aber ein bisschen anders zusammengeklebt. Das heißt, ich muss jetzt mal gucken, wie ich das am besten mache. Ne, dann nehme ich, glaube ich, das hier. Ich benutze jetzt hier mal die Ränder von diesen. Also hier
habe ich das einmal auf die Rückseite gegeben und dann habe ich das hier an das Ende der Blätter geklebt. So, und das mache ich jetzt bei allen vier Blättern so, also das Aneinanderkleben mit den Beeren. Und bei einem Blatt kommen dann, oder bei einer kommen dann zwei Blätter so dahinter, also so. Dann nehme ich ein bisschen Tombo und setze es zusammen. Das ist auch ganz schnell erledigt. So, und umso schneller geht es nämlich dann, wenn ihr die Karte dekorieren wollt mit mir. Also. Ein mega, mega cooles, tolles Set. Ne, hier habe ich ja noch ein Blatt. Genau, ich wollte schon sagen. Also keine vier, es sind fünf. Und ihr seht ja, was dabei rauskommt. Also wenn man das Ganze ein bisschen hübsch arrangiert. Natürlich stempeln wir auch noch ein bisschen, aber ja. Also, die Blüten jetzt hier, da geht es jetzt weiter. Da gebe ich jetzt ein bisschen in die Mitte hier so ein bisschen Kleber. In die Blütenmitten, ganz einfach. Und dann habe ich da so ein Gedöns, das ist so ein Silbergedöns. Ich habe das auch noch feiner, aber ich wollte gerne das verwenden. Und zwar gibt es diese Röhrchen in einer großen Packung im Action. Hier gibt es noch mehr davon, ihr seht schon, die sind ganz fein hier. Dann gibt es noch eins, das ist noch grober, das ist das hier. Ich finde das immer sehr, sehr interessant und cool, gerade für weihnachtliche Projekte oder so. Da könnt ihr mal beim Action gucken, beim Bastelbedarf und da findet ihr dieses Zeugs hier. So, das streue ich mir anschließend hier in die Blütenmitte. Und dann nehme ich den Finger und drücke das einfach ein bisschen an. So, also ihr habt das wie so ein Salzstreuer, könnt ihr oben schön wieder zumachen. Die sind sehr, sehr praktisch. Es klebt dann natürlich auch am Finger, aber wie gesagt, das bekommt man dann ja auch ab. So, dann das Ganze ein bisschen abklopfen, weil die, die übrig sind, die fallen ja dann dementsprechend nach unten. Und somit habt ihr eure Blüten auch schon fertig. Und die Beeren, die habe ich jetzt noch ein bisschen koloriert mit den Copic V17. Das ist auch ein Amethyst, nennt sich das. Und hier habe ich jetzt so ein bisschen Schatten reingezeichnet. Müsst ihr aber nicht machen. Ja, ihr könnt es auch gerne so lassen. Aber ich finde, wenn man das Ganze noch ein bisschen schattiert, sieht es gleich noch eindrucksvoller aus. Und deswegen habe ich das hier eben bei meinen Beeren gemacht. So, aber ihr seht, also wenn ihr das macht, dann geht es auch ziemlich schnell. So, und alles, was ich bis hierher gemacht habe, ist nun überhaupt nichts Besonderes. Ne? Wie gesagt, ich sage es immer wieder, das kann jeder von euch, jeder. Auch wenn es immer kompliziert aussieht, es ist überhaupt nicht kompliziert. Es ist halt nur aufgrund der vielen Dinge, die ich meistens bei meinen Karten verwende, sind die Leute erstmal erschlagen, wenn die meine Karten sehen, denken mal, oh Gott, was hat die denn da alles gebastelt? Ja, aber es ist einfach nur, es ist Vorbereitungszeit, die könnt ihr individuell nutzen, da müsst ihr euch keinen Druck machen, könnt euch erst schön die Sachen stempeln und dann ausstanzen anschließend und ja, dann habt ihr das Ganze fertig und
In meinem Video seht ihr ja dann, wie man das Ganze zusammenbauen kann und gestalten kann. So, jetzt haben wir hier den Hintergrund und ja, da gibt es viele, viele, viele Möglichkeiten, das Ganze jetzt zu gestalten. Ich möchte natürlich die Farben aufgreifen, die ich jetzt hier auch verwenden möchte oder verwendet habe für die Blüten und die Blätter. Zumindest sowas Ähnliches. Ich habe jetzt hier verschiedene Farben. Man könnte es mal damit probieren. Es ist ein sehr, sehr dunkles Lila von den Distress Oxides. Bei meiner Karte hier habe ich ein mehr pinkiges verwendet. Ja, also es, wie gesagt, gibt verschiedene Möglichkeiten. Das passt natürlich jetzt hier nicht so. Was habe ich denn hier? Das würde natürlich auch noch super passen hier. Ob wir das jetzt eher so lila machen? Ja, ich bin noch am Überlegen. Also das ist, glaube ich, zu dunkel. Und wir brauchen noch ein Grün. Da habe ich mich schon für das Pine Needles entschieden. Also dieses Piniennadel-Gedöns. Das habe ich ja schon auf meiner anderen Karte hier verwendet. Das kommt ganz gut. Oder ihr nehmt die Originalfarben, also das Amethyst zum Beispiel. Oder eben eine andere Farbe, die euch dazu sagt. Ich werde es mal mit den beiden probieren. Und dann schauen wir einfach mal, was dabei rauskommt. So, ich habe das Ganze jetzt hier auf meinem Kartenrolling so gemacht, dass ich hier unten in der Ecke angefangen habe und habe das Ganze jetzt hier so schräg nach oben geinkt. Also ja, wie so ein Streifen praktisch. Ja. Und rechts, auf der rechten Seite, das bleibt frei. Da kommt dann der Grünton hin, den wir benutzen wollen. Und ja, also hier könnt ihr wieder richtig tüfteln und ausprobieren, was euch von den Farben her wirklich zusagen würde. Und wie dunkel ihr das macht, das ist auch euch völlig frei überlassen. Ja? So, und ich denke, das dürfte sogar schon reichen. So, jetzt nehme ich mir hier das Grün noch. Und das kommt jetzt hier oben in meine Ecke. So, und bei den Oxides habe ich ja schon erklärt, da könnt ihr auch jetzt über die andere Farbe drüber wischen, weil das nämlich deckt. Und das ist das Geile da an dieser Farbe. Ja, also da kann man wirklich nochmal hier schön drüber gehen und kann da nochmal einen schönen Kontrast zaubern. Ich denke mal, wir lassen es so. Das sieht ganz gut aus. Und wir schauen dann einfach mal, wie es aussieht, wenn es fertig ist. So, jetzt habe ich gleich hier mein Geschmiere auf meinem Tool verwendet. Also ich habe das nicht weggeputzt oder noch nicht und habe mir das ein bisschen nass gemacht. Anschließend habe ich mir jetzt hier einen Wassertankpinsel genommen und zaubere mir jetzt hier gleich mal schön kräftig ein paar Farbspritzer auf meinen Farbkarton von dem Rest. Ja? Also, da dürft ihr richtig loslegen. Und der Effekt von den Oxides ist natürlich immer mega, ne? Ihr seht es schon. Jetzt bilden sich diese weißen Flecken da drauf und das ist total cool. So, jetzt habe ich die Farbe gleich noch ein bisschen verwendet und jetzt kann ich hier meinen Arbeitsplatz säubern und kann das wieder sauber machen für den nächsten Gang, den wir hier anfertigen wollen. So, und jetzt wundert euch bitte nicht, ich lege mir jetzt das Blatt quer hin zum Dekorieren. Für mich ist es leichter, das Ganze so zu gestalten, obwohl es ja dann eben
ja, so eine Kante gibt, aber wie gesagt, so rum, nee, so rum habe ich es dann hingelegt, aber habe es gestaltet. Ja, weiß ich nicht, hat für mich ein besseres Bild ergeben und deswegen fange ich auch so an. So, ihr dürft euch ja die Blüten erstmal auf den Karton oder auf den Farbkarton legen. Könnt erstmal gucken, wie sieht's aus, was könnte ich jetzt machen, wie könnte ich die Blätter anordnen und so weiter und so fort. Also es sind eigentlich immer die gleichen Arbeitsgänge. Ich habe hier drunter auch nochmal ein Dimensional benutzt. Das heißt, ich positioniere mir hier jetzt gleich meine Blüte. Aber bevor ich das mache, stempel ich hier diesen Zweig noch, dieses Reisig, was ich euch gesagt habe. Und zwar in Lohngrün, weil der soll jetzt hier nochmal so ein bisschen dazwischen, zwischen mein gestempeltes. Das heißt, ich möchte meine Blüte ungefähr hier haben. Und da kann ich den Zweig jetzt praktisch einmal hier hinstempeln. Dann könnte ich den Zweig einmal hier hinstempeln. Und ich könnte den Zweig. Moment, ich gucke jetzt gerade. Also eigentlich könnte ich das schon mal aufkleben. Hier kommt jetzt die zweite hin. Genau, und jetzt einmal hier hin. Also. Genau. Perfekt. So. Genau so machen wir das. Das nicht so weit weglegen. Dazu kommen wir auch gleich, ehe wir die Blätter aufkleben. Jetzt nehme ich meine zweite oder ja, die zweite Blüte. Und die klebe ich jetzt mal ohne ein Dimensional hier einfach so ein bisschen unten drunter. Ja. So ein bisschen mehr nach, oh, nach unten rechts. Also so. Und die dritte im Bunde, da mache ich wieder ein Dimensional drunter. Wenn er sich dann mal löst hier. Und dann klebe ich die dritte Blüte jetzt hier hin. Ach, mache ich denn da jetzt mit dem Tombow? So, ihr Lieben. So könnte das schon mal aussehen mit den Blüten. So, jetzt nehme ich mir den Stempel. Der ist auch wieder aus dem Stempelset. Und zwar ist das dieser hier. Und da mache ich mir jetzt hier noch ein paar Sprenkel auf die Karte. Und das mache ich ebenfalls in Lodengrün. Das heißt, ich stempel mir jetzt hier einfach ja, überall so ein paar Teile hin, wo ich denke, die könnten dahin passen. So, ich denke mal, das dürfte schon genug sein. Als nächstes kommen jetzt diese Blätter hier an die Reihe und die klebe ich mir ganz einfach mit ein bisschen Tombow auf. Die könnt ihr auch ein bisschen knicken vorher und da gebe ich mir auch noch hier unten ein bisschen Kleber dran und dann setze ich die hier einfach unter die Blüten drunter. Die habe ich natürlich auch wieder so angeordnet, dass dieses eine Blatt, was heller ist, ein bisschen woanders steckt. Ja, also wie ihr das anordnet, das ist euch eigentlich frei. Steht euch völlig frei, wie ihr das macht. Ich das jetzt hier unten mal hinmache. Oder ach doch, ich mache das jetzt da unten hin. Ja, wie gesagt. So, und es ist ja sowieso immer so, dass jede Karte ein Unikat ist. Ja, die sehen ja nie richtig gleich aus. Und ja, da dürft ihr wirklich immer, ja, eurer Kreativität freien Lauf lassen. So, ich glaube, ich klebe das ein bisschen mehr nach da.
Denn ich klebe jetzt an das Ende einfach hier mein Elex-Blatt, mein doppeltes Elex-Blatt. Davon haben wir ja nur eins. Und die anderen, ja, die setze ich jetzt hier so mitten rein. Also wo ich denke, es könnte noch was platziert werden von meinen Sachen. Ja, wie gesagt, also da dürft ihr gerne kreativ sein, wie ihr gerne möchtet. So, jetzt weiß ich nicht, ob ich das jetzt hier unten drunter setze oder lieber doch hier oben noch hin. Ich glaube eher dahin. Ja, würde ich auch sagen. Na, bisschen länger drücken, damit das Ganze dann eben auch gut hält. Genau, also, so sieht die Karte jetzt schon aus und ihr seht, es ist kein Hexenwerk. Es geht rucki zucki, habt ihr das Ganze gestaltet. Jetzt kommen meine Feinheiten noch dazu und da habe ich mich wieder mal für ein Bändchen entschieden, was ich jetzt hier noch mit reinmachen möchte. Ihr kennt dieses Netzband schon, das ist das hier. Und zwar habe ich da jetzt Folgendes gemacht, ich habe mir einfach ein Stück abgeschnitten. Dann nehme ich mir ein Bürstchen zur Hand. Ob ihr das jetzt in dem lila Ton macht oder in dem Grünton, das ist euch vollkommen frei. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt nehme dazu. Mal schauen, wie das aussieht. Ja, ich denke, das passt auch ganz gut. Ja, wir nehmen jetzt mal das Celadon. Das hatte ich noch gar nicht. So ein bisschen sieht es schon anders aus, weil es ja vorher rosa war. Aber ich glaube, das spielt auch keine Rolle. So. Wie gesagt, man könnte es dann eben auch mit dem Violett machen. So, jetzt schneide ich mir das hier in dünne Streifen und dann klebe ich mir hier das Ganze noch so ein bisschen in meine Karte rein. So wie ich das mache, das seht ihr gleich. Ja, so viel brauchen wir gar nicht. So, ich empfehle euch dieses Pick-Tool oder den Aufhebhelfer und dann nehmt ihr euch einfach hier immer einen Glue-Dot, drückt das Ganze an und dann führt ihr das Ganze erstmal so, naja, dazwischen hier, ne, wo ihr das gerne hinhaben möchtet. Also am besten immer unter die Blüte justieren und dann nehmt ihr einen zweiten Glue-Dot, den nehmt ihr hier am Ende, drückt den am Ende ran und dann macht ihr da wie so ein, ja, wie so ein Bogen oder wie so ein Schleifchen und drückt es auch unter die Blüte und das sieht wunderschön aus, wenn ihr das dann auf der Karte an verschiedenen Stellen aufbringt. Und wie gesagt, das ist auch alles ganz einfach zu handhaben. So, dann, das war wohl nichts, ein Satz mit X. Also nehmen wir uns jetzt hier nochmal einen neuen. Ja, bei dem Netzgedöns, das ist halt immer, da muss man immer ein bisschen schauen. Und auch da oben mache ich das so, genau dieselben Arbeitsschritte. Einmal rumlegen und einfach hier unten drunter unter die Blüte drücken und hier unten habe ich dann noch mal zwei Bändchen rangeklebt, die dann einfach da unten rausgucken. Also das habe ich nicht nach oben gelegt, das lasse ich einfach darunter hängen.
habe ich zwei von denen genommen und habe die dann einfach hier unten drunter gesetzt. So, also wie so eine, ja, die Enden einer Schleife. Dann habe ich das Ganze einfach gekürzt auf die Kartengröße. Und dann könnt ihr euch das Ganze nochmal angucken, ob das jetzt so passt oder ob ihr da vielleicht doch noch irgendwo, ihr könnt ja auch hier oben noch ein zweites reinmachen. Oder hier drüben. Ja, ich glaube, ich mache hier drüben noch das letzte rein. Ja, man muss immer so ein bisschen nach der Optik gehen. Ja, da hat auch jeder irgendwie ein anderes Verständnis und eine andere Ansichtsweise, dass man jetzt sagt, nee, das reicht. Oder ich mache jetzt da noch eins hin, da fehlt noch was. Das könnt ihr dann individuell entscheiden, wie ihr das Ganze handhaben wollt. So, ihr Lieben, ich glaube, jetzt ist es genug. Ich zeige es euch nochmal in die Kamera. Sehr, sehr schön geworden, das Ganze. Ich bin zufrieden. Mega cool. Und ich glaube, ich habe auch wieder so ein bisschen einen andersfarbigen Stil gerade, der jetzt hier entstanden ist bei der dritten Karte. Ja, und das ist halt auch immer wieder das, was ich liebe. Man weiß nie, was rauskommt. Und es ist schon interessant, wenn man es dann sieht. So, was habe ich weiterhin gemacht? Bevor wir das Ganze dann aufkleben, man kann jetzt noch ein bisschen was benutzen. Ich habe jetzt hier auf das Reisig noch ein paar Pünktchen gegeben, so wie so kleine Bären. Das kann man zum Beispiel mit so diesen Drops machen, Pearl 3D Drops, die sind von DecoTime, also auch aus dem Action. Da kann man aber auch Nuvo Drops nehmen oder was anderes, was einem dazu sagt. Wie gesagt, das ist jetzt mein Empfinden. Ihr müsst es aber nicht machen. Das ist euch frei überlassen, ob ihr solche Drops auf die Karte bringen wollt oder ob ihr es lieber weglassen wollt. Eure freie Entscheidung. Ich finde es schön, weil wenn das Ganze dann noch getrocknet ist, dann sieht es wunderschön aus. Und meiner Ansicht nach gibt es dann eben wieder eine ganze Menge zu entdecken auf dieser Karte. Und deswegen ist das so schön. So, das ist das, was ich jetzt benutzt habe. Und dann habe ich noch ein paar Accessoires draufgegeben. Und zwar einfach mit Tombow und meinem Aufhebhelfer werde ich jetzt noch ein paar Kristallflocken draufgeben. Die kennt ihr ja hier von Stampin' Up. Die habe ich auch noch übrig. Da bleibt ja immer so viel übrig von diesem Gedöns. Da habe ich mir gedacht, die gebe ich jetzt hier noch mit drauf, weil die machen sich super schön auf diesem Projekt. Und ja, da dachte ich, da kann man ja ruhig hier nochmal ein bisschen was auf die Karte kleben. So, also da gibt es so kleine Sternchen und es gibt kleine Schneekristalle und die klebe ich jetzt einfach hier im Wechsel auf meine Karte drauf. Also so wie ich es gerade finde, wird es drauf geklebt. Und somit bekommt die Karte auch nochmal einen richtig schönen, zarten, weihnachtliches Flair, sage ich mal so. Das war einer zu viel. So. Ja, die sind schon mega süß, diese Teile. War das jetzt hier? Ich den Kleber hatte, jawohl. So, und dann, wo habe ich noch was? Ich glaube, ich habe hier noch was. Hier ist noch einer übrig. Dann kleben wir den dahin. Ja. Perfekt. Ich glaube, wir haben es.
Ja, und so kann man das Ganze gestalten, 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 bis es dann irgendwann mal voll ist. So wie bei mir. Ja, ihr Lieben. Ich finde ja, jeder hat einen anderen Geschmack und von daher müsst ihr das ja jetzt nicht eins zu eins übernehmen hier, was ich hier mache, sondern ihr sollt es ja nach eurer Lust und Laune nachbasteln, also wie euch das dann gefällt. Und ja, also ich finde es mega, mega toll. Ich brauche jetzt mal ein paar Dimensionals, denn wir kleben das Ganze jetzt gleich. Mit Vorsicht natürlich auf unsere vorbereitete Grundkarte auf. Und deswegen gebe ich jetzt hier auf die Rückseite die Dimensionals. Somit erhält die Kartenform dann auch noch mal so ein bisschen Dimension vorne drauf. Ja, dass der Fokus wirklich dann auf das Potpourri fällt, was wir hier haben, dieses Schöne. Und deswegen habe ich jetzt hier auch nicht gespart an der Rückseite. Ich glaube, ich lege das dann auch schon mal zur Seite. Und dann nehme ich mir mal die Karte. Ich muss das mal ganz vorsichtig ablegen. Denn ich muss den Farbkarton erst noch mal ein bisschen falzen. So, ihr Lieben, und dann, wie gesagt, kleben wir das Ganze hier einmal auf. Und dann seht ihr, wenn ihr das jetzt hier so klebt, dass links, rechts und oben der gleiche Abstand ist, bleibt unten ein größerer Abstand zurück. Ach so, ich müsste ja vielleicht mal die Dinger abziehen. Oh mein Gott. Ach, wie fertig ist man manchmal. Ja, sorry. Ich habe mich jetzt gewundert, warum das nicht klebt. Natürlich müsste man erstmal die Folie entfernen. Oh mein Gott. Naja, so ist das halt, ne, beim Basteln. Wieder der Vorführeffekt. Also nochmal das Ganze. Ich nehme jetzt hier die Karte und dann gucke ich mal, dass ich einigermaßen gerade bin und klebe das Ganze auf. Auch wieder vorsichtig. Ihr wisst ja, ne, ist noch einiges nass und muss noch trocknen hier. Und ja. Also, so sieht's aus, das Kärtchen. Mega cool, finde ich. Jetzt brauchen wir noch den Spruch dazu und der stammt auch aus diesem Stempelset. Und zwar die besinnlichen Feiertage. Das hat gepasst wie, ja, Pickeldi und Fritterik. Und deswegen habe ich den genommen. In was für einer Farbe ihr jetzt stempelt, das ist euch überlassen. Ich werde jetzt eine Farbe aufgreifen, die ich hier schon hatte. Und deswegen nehme ich jetzt einfach mal das Lodengrün und stempel den Spruch in Lodengrün darunter. So. Ich hoffe, ich komme jetzt einigermaßen gerade. Jawohl, ja. Perfekt. Ja, ihr Lieben, also ich glaube, wir sind am Ende angelangt. So sieht das Kunstwerk aus. Wunder, wunderschön, wie ich finde. Und ja, ich bin mal wieder hoch begeistert. Und ihr seht schon, es ist wieder ein anderer Farbton rausgekommen. Das ist ein bisschen pinkiger hier geworden. Aber ich finde trotzdem alle drei Varianten irgendwie total faszinierend und schön. Ja, also ihr seht schon, ihr könnt das mit allen möglichen Farben machen. Ich habe hier die Beeren dann noch anschließend glasiert. Das habe ich jetzt hier nicht gemacht. Das werde ich jetzt gleich nach dem Video noch machen. Wer das machen möchte, das gibt der Karte noch mal so ein bisschen, ja, noch ein bisschen mehr Glitzer und Schimmer. Und das ist natürlich immer gut. Ja, ihr Lieben, also ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuschauen oder beim Anschauen des Videos. Und
Ich konnte euch ein wenig inspirieren, wieder mal ein Potpourri auszuprobieren. Ihr wisst ja, das ist ja das, was ich am liebsten mache. Auch wenn ich zwischendurch immer mal ein paar andere Projekte zeige. Aber im Grunde genommen, ein Potpourri kann man das ganze Jahr über machen für alle möglichen Anlässe. Und ja, jetzt war es halt mal eine Weihnachtskarte. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich in den nächsten Wochen nur noch Weihnachtskarten mache. Ich werde dann vielleicht auch noch andere Projekte machen. Je nachdem, ja, wozu ich Lust und Laune habe. Und lasst euch einfach mal überraschen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Nachbasteln und bis zum nächsten Mal. Tschüss.